Vielen Dank, Frau Kollegin Dahlke. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Heidkamp. Sie waren Ihrer Zeit wieder voraus. Sehr verehrter Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, eine Zusage haben Sie. In meiner Rede kommt das Wort Ideologie nicht vor. Dass die Grundsteuer so etwas sein soll wie eine verkappte Vermögenssteuer, das kann man nur für selbstgenutzte Wohnungen und Häuser aufrechterhalten. Das trifft in Deutschland auf weniger als die Hälfte aller Wohnungen und Häuser zu. Für diese ist es allerdings eine Substanzsteuer. Vorhaben, diese Grundsteuer nicht mehr an die Mieter weiterbelasten zu können, erteilen wir eine klare Absage. Es setzt schon eine gewisse Naivität voraus, zu glauben, dass diese Kosten dann nicht auf anderen Positionen wieder auftauchen würden. Mit weiteren originellen Ideen, wie ein Einfrieren der Mieten über Jahrzehnte bei steigenden Kosten, würde man den Neubau von Wohnungen und Häusern in Deutschland mit Garantie zum Stillstand bringen. Eine andere Idee, die ich in den Unterlagen gefunden habe, ist die Erhebung einer sogenannten Grundsteuer C mit einem höheren Hebesatz für unbebaute Grundstücke. Um hier eine Steuerungswirkung zu erzielen, müsste dieser Satz schon beträchtlich höher als der Normalsatz sein, was den Zugang für Menschen in der Ansparphase wieder erschweren würde. Spekulationsgewinne auf unbebaute Grundstücke muss man anders besteuern, wenn man es denn will. Eine Steuer hat immer zwei Seiten. Zum einen soll sie ein gewisses Einkommen für den Staat, die Kommunen, die Stadt erzielt werden. Zum anderen hat die Höhe einer Steuer auch einen Steuerungseffekt. Der Wohnungsmarkt zeichnet sich zunehmend dadurch aus, dass das Produkt für einen beträchtlichen Anteil der Menschen zu teuer geworden ist. Sie müssen unterstützt werden durch Wohngeld, Zuschüsse, Subventionen und was den einzelnen Ländern und dem Bund da noch so alles einfällt. Die Grundsteuer, ein nicht zu negligierender Faktor bei den Kosten, ist bei diesen Menschen, bei diesen vom Staat unterstützten Bürgern ein Durchgangsposten. Linke Tasche, rechte Tasche. Wenn wir das Ziel verfolgen, die sehr niedrige Eigentumsquote in Deutschland zu verbessern, müssen wir alle fixen Belastungen, die direkt oder indirekt das Wohnen verteuern, auf die Probe stellen. Modelle, bei denen die Grundsteuer entfallen könnte und diese ca. 15 Milliarden € über andere Steuern aufgebracht werden könnten, sollten untersucht werden. Wir hätten da interessante Vorschläge, aber damit kommen wir ja in diesen Parlamenten noch nicht durch. Herr Schalauske, ich rede Ihnen, ich höre Ihnen auch immer sehr interessiert zu. Ich halte Sie für einen sehr sachkundigen Redner. Insoweit begrüßen wir die allgemeine Haltung, dass durch die Umstellung der Berechnung und die Bewertung keine Erhöhung der Belastung gegenüber heute erfolgen soll. Dass die Landesregierung für jede hessische Gemeinde den Hebesatz bekannt geben will, zu dem es für diese Gemeinde nicht zu einem höheren Grundsteueraufkommen kommen soll, ist für den einzelnen Haus- und Wohnungsbesitzer oder auch Mieter erst einmal nur ein vager Hoffnungsschimmer. Sie hatten auch darauf hingewiesen, einige dürften sich da allerdings auch auf unangenehme Überraschungen einstellen. Wir befürworten grundsätzlich eine bundesgesetzliche Regelung der Grundsteuer nach einheitlichen Regeln mit unterschiedlichen Hebesätzen. Eine Länderöffnungsklausel sollte aber von Hessen gefordert und gehandhabt werden für den Fall, dass das Modell Scholz, ich will das so verkürzt mal bezeichnen, basierend auf mehr oder weniger willkürlich festgesetzten Mietwerten vom Bund eingeführt werden sollte. Das Flächenmodell, das wird Sie freuen, das Flächenmodell ist wesentlich einfacher,
anhand vorhandener Kriterien für den Bürger nachvollziehbarer, mit weniger Verwaltungs- und Bewertungsaufwand verbunden und erlaubt eine objektivere Vergleichbarkeit. Dürfen Sie auch mal klatschen von der FDP. Wir unterstützen die Forderung, dass der Gesetzgebungsprozess so umgehend eingeleitet wird, dass zum 31.12.2019 noch eine dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entsprechende Regelung der Grundsteuer erreicht werden kann. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Nächster Redner für die Landesregierung ist Herr Staatssekretär Dr. Worms. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus! Die Fraktion der FDP fordert mit ihrem Antrag den Landtag auf, das von der Bundesregierung eingebrachte Grundsteuerreformgesetz, das sogenannte Scholz-Modell, abzulehnen und stattdessen ein Flächenmodell als landesgesetzliche Regelung in Hessen einzuführen. Hierzu solle die Landesregierung – ich wäre vorsichtig mit dem vorherigen Beifall – hierzu solle die Landesregierung bis zum nächsten Plenum einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Die Dringlichkeit der Grundsteuerreform ist uns allen bewusst. Der Fortbestand von rund 14 Milliarden € jährlicher Grundsteuereinnahmen bundesweit, in Hessen sind es knapp 1,2 Milliarden €, hängt davon ab, dass der Gesetzgeber bis Ende dieses Jahres eine Neuregelung ins Gesetzblatt bringt. Der Gesetzgeber, und das ist wichtig, heißt hier zunächst einmal der Bund. Denn dieser hat für die bisherige Grundsteuer einschließlich der Bewertungsvorschriften die Gesetzgebungskompetenz und soll sie auch künftig innehaben. Dies wird durch die vorgesehene Grundgesetzänderung klar geregelt. Bund, Länder und Kommunen haben somit ein gleichartiges Interesse daran, dass ein Bundesgesetz bis Ende 2019 auch tatsächlich zustande kommt. Deshalb kann man den Gesetzentwurf des Bundes, was immer man auch inhaltlich von ihm halten mag, nicht einfach nur ablehnen. Er muss kommen, um die Fristvorgabe im Urteil des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden. An dieser Stelle tritt aber auch die Öffnungsklausel auf den Plan, die ebenfalls zur Grundgesetzänderung gehört und jedem Land die Freiheit gibt, vom Bundesrecht durch eine eigene landesgesetzliche Regelung abzuweichen. Diese neue Freiheit kommt nicht überall gleich gut an. Man sieht dies z.B. an den Diskussionen zur Behandlung der Grundsteuer im bundesstaatlichen Finanzausgleich. Darauf ist hingewiesen worden. Es entsteht der Eindruck, dass Freiheiten hier auf kaltem Weg wieder verbaut werden sollen, etwa indem Parallelerklärungen von Steuerpflichtigen eingereicht werden sollen. Das kann nicht sein, vor allem weil faire, einfache und vernünftige Lösungen möglich sind. Und daraufhin werden wir hinwirken. Da fällt einem der Spruch von Abraham Lincoln ein, wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst. Deshalb ist das Plädoyer im Antrag der FDP für die Länderöffnungsklausel richtig. Der Bundesrat hat im ersten Durchgang mit der Stimme Hessens der Grundgesetzänderung inklusive der Länderöffnerklausel den Weg bereitet. Auch der Hinweis in Ziffer 3 des Antrags auf den schleppenden Verlauf der Grundsteuerreform ist nicht von der Hand zu weisen. Zeitnah nach dem Urteil aus Karlsruhe hatte der hessische Finanzminister mit weiteren Länderkollegen an Herrn Bundesfinanzminister Scholz geschrieben und eine zügige Klärung der modellspezifischen Fragestellungen gefordert. Zum Bedauern aller Länderfinanzminister hat der Bundesfinanzminister die Eckpunkte zu seinem Modell aber erst im November 2018 vorgelegt. Und bis zum Regierungsentwurf dauerte es noch einmal ein halbes Jahr. Aber das ist alles vergossene Milch, meine Damen und Herren. Alles Klagen hierüber hilft nicht. Es muss nun zügig weitergehen. Ein weiteres Spielen auf Zeit kann sich niemand erlauben. Einige Worte zum sogenannten Scholz-Modell. Es ist in der Tat nach unserem Eindruck kompliziert und bürokratisch. Nicht einmal so sehr hinsichtlich der Angaben, die der Grundstückseigentümer in der Erklärung machen muss, sondern darin, wie mit diesen Angaben weiter gerechnet wird. Am Ende erhält der Bürger einen Bescheid mit einem Wert, dessen Berechnung er kaum, ich sage nicht, nachvollziehen kann.
Genau deshalb hat Hessen im Bundesrat verschiedene Vereinfachungsanträge, es sind 7 oder 8, durchgesetzt, um die Berechnungen zumindest ein wenig transparenter zu gestalten. Wir wollen zum Beispiel vermeiden, dass erfolgte Sanierungen am Gebäude in der Erklärung anzugeben sind, damit das Finanzamt eine Verjüngung des ursprünglichen Baujahrs prüfen kann. Neben der höheren Komplexität wäre es auch angesichts der Klimadebatte ein völlig falsches Signal, wenn umfassende Sanierungen zur Energieeinsparung führen, aber gleichzeitig auch zu höheren Wertansätzen für die Grundsteuer. Und ob die Vorschläge vom Bundestag auch aufgegriffen werden, das bleibt abzuwarten. Einige der Experten argumentierten in der Anhörung im Bundestag, dass die Werte im Scholz-Modell zu ungenau seien und deshalb noch mehr Differenzierung nötig seien. Für sie liegt in noch mehr Komplexität der Schlüssel zu einer gerechten Besteuerung. Wir als Länder müssen die Bewertung der Grundstücke jedoch administrieren. Bei über 35 Millionen Grundstücke, davon 2,8 Millionen, die in Hessen liegen, können wir uns ein kompliziertes Bewertungsrecht schlicht nicht leisten. Die Hessische Landesregierung wird sich den Gesetzbeschluss des Bundestags genau ansehen und dann entscheiden, ob sie dem Landtag einen Vorschlag für eine abweichende landesgesetzliche Regelung unterbreitet. Bis zum nächsten Plenum kann dies allerdings nicht erfolgen. Und dies schon deshalb nicht, weil das Land Hessen die hierzu erforderliche Abweichungskompetenz noch gar nicht besitzt. Und das ist entscheidend. Indem der Bund durch seinen Gesetzentwurf von seiner Fortschreibungskompetenz Gebrauch macht, besteht keine Gesetzgebungskompetenz der Länder. Hierzu bedarf es eines Freigabegesetzes des Bundes, das aber nicht vorliegt. Und deshalb kommt der Landesgesetzgeber dann und nur dann zum Zuge, wenn die Grundgesetzänderung verabschiedet wird. Lassen Sie mich zum Flächenmodell, das hier auch erwähnt worden ist, noch einige Worte sagen. Mit Bayern-Bashing in diesem Punkt, Herr Warnecke, macht man es vielleicht etwas zu einfach. Das Mein Haus hatte in der Vergangenheit ja eine klare Präferenz für dieses Modell, hat es sogar im Jahr 2010 mit Bayern in einer Arbeitsgruppe entworfen. Nur konnte sich das Modell damals nicht als bundeseinheitlicher Weg durchsetzen, weil zu viele es aus grundsätzlichen Erwägungen heraus abgelehnt haben. Deswegen trug Hessen das politische Ziel einer wertabhängigen, aber einfach zu administrierenden Grundsteuer im Kompromisswege mit, um bei der Reform überhaupt einen Schritt voranzukommen. Und ob das Scholz-Modell diesem Ziel gerecht wird, das werden wir, wie gesagt, erst nach dem Beschluss des Bundestags sehen. Wird es diesem Ziel nicht gerecht, ist das Flächenmodell durchaus eine mögliche Alternative. Dass eine wertunabhängige Besteuerung möglich und zulässig ist, zeigt ja bereits die Kraftfahrzeugsteuer. Besteuert wird nicht nach den Werten der Fahrzeuge, sondern nach Hubraumgröße und CO2-Wert. Diese ergeben sich ganz einfach aus den Zulassungsdaten. Der Bund hat deshalb sehr wenig Aufwand für die Erhebung der Kfz-Steuer. Da ist es doch mehr als verständlich, dass sich die Länder bei der Grundsteuer ebenfalls niedrige Bürokratie- und Verwaltungskosten für die Bewertung der Grundstücke wünschen. Kritik, dass das Flächenmodell sozial unausgewogen sei, ist meines Erachtens zu hinterfragen. Denn schließlich handelt es sich bei Boden und Fläche und Gebäude bereits um ein Wertmerkmal, auf das alle Modelle zur Grundsteuer Bezug nehmen. Statistische Daten zeigen, dass die Wohnungsgröße mit der Einkommenshöhe korreliert. Das Flächenmodell enthält somit bereits durchaus implizit eine soziale Komponente. Aber wie dem auch immer sei, das Gebot der Stunde lautet, auf jeden Fall auf die Verabschiedung einer bundesrechtlichen Regelung hinzuwirken, um die Fortexistenz der Grundsteuer über den 31. Dezember 2019 hinaus erst einmal zu sichern. Wird eine solche bundesrechtliche Regelung verabschiedet, wird das Land in einem zweiten Schritt dann darüber zu entscheiden haben, ob es diese Regelung auch in Hessen anwendet oder ob es von der Länderöffnungsklausel Gebrauch macht und gegebenenfalls im Schulterschluss mit anderen Bundesländern eine eigene Regelung auf den Weg bringt. Diese Entscheidung muss nicht bis zum 31.12.2019
aber doch zügig getroffen werden, um eine ausreichende Vorbereitungszeit für die neue Grundsteuer, die dann ab 2025 gelten wird, zu haben. Aber noch einmal, für diese Entscheidung fehlt heute noch die Entscheidungsgrundlage, nämlich die konkrete Ausgestaltung der bundesrechtlichen Regelung. Erst wenn wir darüber Klarheit haben, werden wir über den grundsteuerlichen Weg Hessens befinden können. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatssekretär Dr. Worms. Damit sind wir am Entschuldigung, ich habe noch für eine zweite Runde eine Wortmeldung der Kollegin Schardt-Sauer. Bitte schön, 5 Minuten Redezeit in der zweiten Runde. Ja, ich hab's. Gottes, sind Sie groß, Herr Worms? Ja, werter Herr Präsident, charmanter Versuch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir 2, 3 Bemerkungen. Ich möchte mich zunächst bei Herrn Worms bedanken für die inhaltlich anerkennenden Worte zu dem FDP-Antrag. Und möchte damit überleiten zu 2, 3 Punkten, die wir Freien Demokraten, ich für die Freien Demokraten so nicht stehen lassen möchte. Zum einen muss man schon einmal in den Raum rufen, die Einigkeit, dass die Grundsteuer eine wichtige Einnahmequelle ist und so weiter und so fort, dass ab Januar was da sein muss. Aber ich erwarte, vermisse von den Akteuren der Großen Koalition Vorschläge, außer Beschwerden, dass Herr Scholz angeschossen wird, Beschwerden, dass dies ist, konkrete Lösungsmodelle, wie ein Nichts nach 96 Tagen vermieden werden kann. Und genau das bieten wir an. Sie können ja Ihre inhaltlichen Ziele auch in einem Landesgrundsteuergesetz verwirklichen. Aber wir müssen uns doch einig sein darin, dass es auf jeden Fall vermieden werden muss, dass ab Januar gar nichts da ist. Und, liebe Frau Kollegin Arnold, jetzt ist sie nicht mehr da, oder ich sehe sie nicht. Und den Freien Demokraten hier vorzuwerfen, wir würden Öl ins Feuer gießen. Also, werte Frau Arnold, wir haben ja nur mit Interesse auch das gelesen, was der Ministerpräsident so sagt. Der hat sich im Juli geäußert, dass Hessen sehr wohl einen Alleingang mit einem Landesgrundsteuergesetz erwägt. Und was sozusagen die absolute Bestätigung war und fast deckungsgleich ist mit den Einlassungen von Herrn Staatssekretär Worms, ist der Artikel in der FAZ vom 19. September, Schäfer, Angebot ohne Substanz, indem er die ganzen Punkte, die wir aufgeführt haben, uns sehr wohl auch noch einmal sagt, dass es eben ein Spiel mit dem Feuer ist und man sich Gedanken machen muss, was ab Januar ist. Und das ist kein Öl ins Feuer gießen, werte Kollegen von der CDU. Es ist ein netter Versuch, abzulenken, dass auch die CDU Teil der Bundesregierung ist, die Hauptverantwortung hat. Denn da gehen wir d'accord. Eigentlich wäre seit April 2018 der Bundesgesetzgeber gefragt. Er droht zu scheitern. Und unser aller Interesse müsste doch sein, für die Kommunen etwas hinzubekommen. Und deshalb, das ist unser Angebot in unserem Antrag. Wir bitten nochmals um Zustimmung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Herr Schalauske, Sie wollen auch noch einmal. Bitte schön. 5 Minuten haben Sie. Bitte schön. Was denn? Ja, der Kollege Warnecke hatte ja mich noch einmal aufgefordert, ich solle eine Runde nachdenken, über die Frage, ob die Umlagefähigkeit der Grundsteuer bzw. dessen Abschaffung nicht dazu führen würde, dass die Kaltmieten weiter steigen. Und dazu möchte ich einfach hier noch einmal Stellung nehmen. Zum einen mag das in einer langfristigen Betrachtung so sein. Kurzfristig würde es aber dazu führen, dass Härten, die durch ein neues Grundsteuermodell entstehen, weil für Mieterinnen und Mieter sich Grundsteuern erhöhen würden, je nachdem, wo sie wohnen, in welcher Lage, allein beim Vermieter liegen würden. Das heißt also, kurzfristig wäre das eine Entlastung für die Mieterinnen und Mieter. Und jetzt die Frage, wie wird sich das Ganze langfristig entwickeln? Und da will ich schon noch einmal darauf hinweisen, das habe ich in meinem Redebeitrag auch deutlich gemacht, es geht hier um eine Maßnahme
um Mieterinnen und Mieter zu schützen. Wenn man langfristig dafür sorgen will, dass sich Kaltmieten entsprechend entwickeln, und ich glaube, da haben wir auch viele Gemeinsamkeiten mit der SPD-Fraktion, dann müssen wir über Instrumente reden wie den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus. Sie wissen genau, dass ein bestimmter Anteil, 10-20% an öffentlich geförderten Wohnungen, dazu beitragen, Kaltmieten im Allgemeinen zu dämpfen. Wir reden ja gemeinsam mit Ihnen über Initiativen wie einen gesetzlichen Mietendeckel, einen landesgesetzlichen Mietendeckel, und all diese politischen Maßnahmen tragen natürlich langfristig deutlich mehr dazu bei, die Mieten zu senken, als die Abschaffung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer. Kurzfristig aber, wenn ein neues Modell kommt, kann es in Großstädten, in den Universitätsstädten, da wo wir einen Mietenwahnsinn haben, zu erheblichen Härten für die Mieterinnen und Mieter kommen. Je nachdem, welches Modell in Ordnung, aber das kann eben passieren. Und die beste Möglichkeit, die Mieterinnen und Mieter vor diesen Härten zu schützen, wäre eine die Umlagefähigkeit der Grundsteuer nicht zuzulassen. Und so ein bisschen die staatstragende Attitüde der GRÜNEN hat mich dann doch gewundert. Also Ihre grünen Kollegen in Berlin, ob in der Bundestagsfraktion oder beim Land Berlin, die sind da ein bisschen forscher. Die sagen auch, wir wollen die Grundsteuer erhalten. Das ist eine wichtige kommunale Steuer. Sie sind aber dann nicht so hasenfüßig unterwegs und sagen, nee, wir wollen bloß nicht die Regelung noch in Gefahr bringen, sondern sie fordern kräftig von der GroKo, die Umlagefähigkeit der Grundsteuer zu beenden. Das war ein Verhalten, das ich mir auch von den hessischen GRÜNEN wünschen würde. Aber solange Sie sich hier in der Umklammerung mit der CDU befinden, bleibt das wohl nur ein frommer Wunsch. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Damit sind wir jetzt in der Tat am Ende der Aussprache angelangt. Wir haben einmal den Antrag der Fraktion der Freien Demokraten Reform der Grundsteuer mit dem Dringlichen Antrag Fraktion DIE LINKE, Unterstützung der Bundesratsinitiative und so weiter und so fort. Und ich höre, wir wollen das direkt abstimmen. Oder soll das in den Ausschuss? Wo soll es hin? Abstimmen? Beide direkt abstimmen? Dann lasse ich zunächst abstimmen den Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, dass die Drucksache 20-1223, wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Freien Demokraten und der AfD. Wer ist dagegen? Das sind die restlichen Fraktionen des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Antrag abgelehnt. Und wir stimmen ab den Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE, 20-1269. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das sind die restlichen Fraktionen des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag abgelehnt.